zusammen, ich bin Maria, die Besitzerin von Holly Vegan Resort und Spa auf Bali. Neben der Hotelbesitzerin bin ich auch zusammen mit Barbara Mitbegründerin des deutschen Fördervereines Bali Holiday. Und mit diesem kleinen Video möchten wir euch für eure Unterstützung und Spende danken. Unsere Köchin Made kocht jetzt mit euch als Dankeschön ein traditionelles balinesisches Vorspeisengericht, die traditionellen Frühlingsrollen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Hallo, I'm Made. We want to say thank you to all because Pro already helped us in Bali. And now we want to show you how to make Balinese traditional lumpia. Jetzt zeigen wir euch die Zutaten, die das Rezept benötigt. We show you the ingredients. This is the turmeric. Turmeric, wenn ihr den bekommt in Deutschland, Turmeric, ansonsten Kurkuma-Wurzel. This is the Kaffee-Lime. Kaffee-Limonen. This is the onion. Einfach kleine rote Schalotten. The garlic. Knoblauch. Ginger. Frischen Ingwer brauchen wir. Kenchur. Kenchur heißt auch Kenchur, ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen. Lemongrass. Zitronengrasstängel. And big chili. Und die Chili, das sind nicht die ganz scharfen, die großen. This candle nut. Kerzennuss. This rice flour. Das ist Reismehl. This wheat flour. Normales Weizenmehl. Salt. Salz. Pepper. Pfeffer. This bean sprout. We need spices. Sojasprossen. Mm-hmm. We need carrot. Eine Karotte. Cabbage. Weißkohl. Cooking oil. Das ist normales Öl. Wir können Olivenöl oder sonst ein gutes Öl nehmen oder Kokosöl. And we need water. Und Wasser für den Teig. Wir machen vegetarische Frühlingsrollen. Falls jemand noch was anderes hinzufügen möchte, geht es natürlich auch, dass man noch Hühnchen oder sonst kleine Fleischstreifen mit reinarbeitet. Zuerst werden die Gewürze gewaschen, geschält und in den Mörser zubereitet. Wir mörsern alle Gewürze mit Salz und Pfeffer zusammen. Danach schneiden wir das Gemüse in Julienne-Form, braten das Curry leicht an und fügen das geschnittene Gemüse zu dem Curry dazu. Während der Zeit, wo das Gemüse abkühlt, bereiten wir unseren Teig zu. Dazu brauchen wir Wasser, Salz und Mehl. Dieser Teig wird nun in einer Pfanne, je nach gewünschter Größe, angebraten und nur auf einer Seite. Denn sobald wir ihn denn aus der Pfanne raus haben, füllen wir bis zur Hälfte unsere Gemüse-Curry-Mischung da drauf, schließen die Lumpia, wie ihr das jetzt auf dem Video seht, und braten die Lumpia, die Frühlingsrollen, nochmal knusprig in Öl in einer Pfanne an. Und das war's schon. Fertig ist die traditionelle balinesische Frühlingsrolle. Jetzt wird die fertige Frühlingsrolle zum Servieren auf den Teller gebracht. Guten Appetit!